Hallo und herzlich willkommen zu Fortnite und ich hab's hinbekommen. Ich hab den verfluchten Jack Sparrow endlich freigeschaltet. Jetzt dachte ich, ich wäre fertig. Ach ja, da fehlt ja noch das Schiff. Die Black Pearl. Naja, egal. Jack ist verflucht und ich fühle mich auch verflucht. Das ist wieder eine Lobby. Try harder. Noob-Tool-User ohne wirklich, also wirklich das ehrloseste Pack, was es unter Gamern gibt, ist hier versammelt. Guckt es euch an. Also, erstmal hier meine Freundin abholen, weil ihr kennt das, ne? Letzte Folge, da waren viele Camper und da ist Artemis ganz gut im Camper aufspüren. So. Ich habe mich schon gewundert, oh, alleine über Artemis. So, dann krieg ich einen Ping, so, und da steht er da. Okay. Kalle, du hast hier mal gar nichts verloren. So, und jetzt weiß ich nicht, was mit dem los ist. Was ist das für eine Aktion? Hat er sich versucht, ruhig zu verhalten, damit er nicht auffällt, oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ist es gar, ich meine, kann ich verstehen, dass er versucht, nicht auf sich aufmerksam zu machen, wenn er nur eine Spitzhacke in der Hand hat. Aber was ist das für eine Strategie? Zu landen und da erstmal anzufangen, hier die Klamotten abzubauen. Ich verstehe das nach wie vor nicht. Ich kapiere es nicht. Also, es ist mir zu hoch. Ist mir zu hoch. So. Meine übliche Runde. Munition einsammeln. Fragt mich Schana jedes Mal, ne? Wo ist die ganze Munition her? Ja, ich mache auch mal Munitionskisten auf. Ich kann es dir der x-mal sagen, weißt du, aber. Wenn das Ding kein Sound von sich gibt und am Leuchten ist wie so ein Christbaum, checkt ihr das nicht. So. Jetzt wollte ich da mal runter gucken, ob da wer ist. Und dann kriege ich einen Ping. Hör die Seilbahn und jetzt guckt euch die Drecksau an. Er beschießt mich aus nächster Nähe mit Sprengpfeile. Ich sag, mach einen Handstand, scheißt dir selber ins Gesicht und macht er. Macht einen Handstand und scheißt sich selber ins Gesicht. Ist das eine räudige Art und Weise? Er hat sogar eine lila, eine MP. Er hätte hochkommen können, einmal geaimt, ne? Weil ich so ein bisschen überrascht war. Kommt mich nicht wirklich drauf vorbereiten. Hätte er mich haben können. Aber was macht er? Er versucht mit dem beschissenen Sprengbolzen. Versucht er mich. Oh, das, also wirklich, also manche Spieler, den solltest du wirklich das Pad rechts und links durch die Fresse ziehen. Wirklich. Und das ist so, wo ich sage, damals war das schöner. Da gab es eine Ehre unter Gamern. Ne? Noob-Tools werden nicht benutzt. Und wer das macht, der wurde ausgelacht und runtergeschickt. Ne? Dort benutzt, und selbst wenn du es mal benutzen wolltest, ne? Wie hier zum Beispiel, ich meine, war ja witzig. War witzig damals bei Modern Warfare 2 mit dem One-Man-Army-Perk. Das war witzig. Ohne Scheiß. Hast bei Rust oben auf dem Turm gehockt. Ne? Und die ganze Lobby weggetubt, ne? Durftest dich nur nicht bei erwischen lassen. Ohne Witz, hätte ich nie ein Video von gemacht. Habe ich auch nicht. Aber wenn ich davon ein Video gemacht hätte, oh Gott, ich hätte so auf die Fresse gekriegt. Habe ich gemacht, gebe ich zu, habe ich gemacht. War witzig, ne? Aber mach's halt nicht. Ist halt, weißt du, wenn du mit Kollegen spielst, dann lässt du sowas bleiben. Oder früher hast du sowas bleiben lassen. Heutzutage, die schämen sich für nichts mehr. Die kaufen sich sogar Cheats und bezahlen dann monatlich für. Das finde ich wieder geil. Da sind wir so Kasperköpfe. Den habe ich mal eben wegeliminiert. So, jetzt schieße ich gegen den Pfeiler da. Jetzt bin ich komplett raus. So. Und ist auch nicht so leicht über die Distanz, über Kim und Korn. Ne? So, jetzt will ich den, aber der ist da auch hinterm Baum. Er hat den jetzt gekillt. Na gut, na gut.
Und er hat auch wieder Nitro, ist da am Rumrutschen wie ein Idiot. Ich meine, bei sowas, klar, bringt das. Ne? Bei einem Sniper bringt das absolut was. Ne? Ich stehe da, weiß ich nicht, 200 Meter weg oder was, da kriegt er einen. Da überlegt er sich das gleich anders. Denke ich mir, komm, spreng ich dir den Baum weg. Ja, was macht Artemis? Artemis ist Slapstick heute mit mir und dem Sprengfall. Also jetzt kommt er da raus, rennt doof rum. Ich meine, da seht ihr es. Ne? Ist unheimlich schwierig für mich vorauszusehen, wie seine Bewegungen sind und dementsprechend dann eben auch ihn gut zu treffen. Aber er hat keinen Bock mehr, weil er einen Hit kassiert hat. Er hat einen Hit kassiert. Da hat er keinen Bock mehr. So, und ich denke mir, ich habe keinen Bock darauf zu warten. Eventuell ist das ja ein guter Spieler und der sagt sich, so eine Frechheit, mich da von 200 Metern anficken, da komme ich und fick dich. Na, wenn ich da jetzt gewartet hätte, ist blöde. Schon mal erwähnt, ne? Informationen sind eben das Wichtigste in dem Spiel. Und ich habe ja gerade meinem Gegner Informationen gegeben, wo ich mich aufhalte. Na, von daher sehe ich jetzt relativ fix zu, dass ich Land gewinne. Na, Karre schnappen. Auf Artemis warten. So, und dann sehe ich da einen rumspringen. Ich denke so, yo, wir haben doch noch eine Rechnung offen. Aber das ist hier so ein Galertwesen. So ein fieses. Ja. Weg ist er. Meine Fresse, nimmt doch eine MP, verdammte Axt. Ne, immer Pumpen in der Hand, Sprengbolzen und was die Noobs nicht alles benutzen. Einfach MP, ein bisschen Aim üben und fertig. Ist der Lachs. War jetzt leider nicht hier Hermes der Götterbote oder was der da für ein Skin auch hatte. So, da bin ich schon mal wieder happy. Geschützt. Und kugelsichere Reifen. Perfekt. Dann kann ich nochmal hochdüsen. Und gucken, ob da vielleicht nochmal hier so eine Stachelstoßstange ist. Rein aus optischen Gründen. Ich finde das ganz cool hier mit dem Kuhfänger, dass man da wirklich alles abreißen kann mit. Ne? Dass du da wirklich quer durch sein Haus durchfahren kannst. Wird mir auch gleich zum Vorteil. So, und da sehe ich eine Nuka. Ich denke so, ich habe zwei Nuka. Mir fehlen 10% Schild. Nämlich eine Nuka. So, und in dem Moment höre ich die Campersau. Schnell in die Karre rein. Seht ihr? Wie rotzend frech die Bastarde sind. Er versteckt sich die ganze Zeit. Und in dem Moment, wo er glaubt, jetzt kann ich, ne, fängt er an, doof rumzuhüpfen. Aber Kalle, nicht auf die Distanz. Dann guck, was er dabei hat. Er hat nur Scharfschützensachen dabei und eine MP. Nur Scharfschützensachen, das ist wieder so eine Campersau, weißt du, im Endspiel hockt der irgendwo in eine Bäume und schießt sich von 3 Kilometern. Knallt er dich ab. Ich meine, kann ich respektieren, aber nicht so dreckig mit Verstecken, weißt du, habe ich keine Böcke drauf. So, jetzt düse ich da lang, weil ich halt Auto ein bisschen reparieren wollte und jetzt sehe ich, Tank ist fast leer, gut. Gehe ich tanken. Aber da ist fast leer. Also nur noch zwei Drittel gefüllt. So. Und dann fällt mir der Kreis auf, der sich mitten in der Zone befindet. Und wenn das mal nicht Mr. Tryhard persönlich ist, dann weiß ich es auch nicht. Ne? Mir ist mittlerweile klar, dass die Leute nicht cheaten, sondern die haben wahrscheinlich einen Riesenstapel an Medipacks dabei, womit sie sich die gesamte Zeit innerhalb der Zone ja, heilen können. Ne? Ist ein bisschen ungewohnt, weil bei Warzone, wenn du im Gas bist, ja okay, da gibt es mittlerweile auch so einen fiesen Hack, den sie da machen. Was heißt Hack? Ne? Also ja, so ein... Eine unfaire Strategie, sag ich mal. So, der hat's wirklich hingekriegt, die Karre rauszuholen. Aber jetzt kriegt er gerade einen Schreck. Denkt er, scheiße, da wartet einer auf mich. Guck mal, was der Panik hat auf einmal. Mr. Tryhard legt die Karre aufs Dach. Ich denke, alles klar, guten Tag, guten Tag. Ich bin vom ADAC. Kommen Sie mal her. Da, ein paar Hits auf die alte. So, Karre, schon mal Pladikowski. Was macht's er? Hüpft hinter den Stein.
wieder Verstecken spielen. Ich könnte so kotzen mit diesen Leuten. So, Verstecken spielen funktioniert nicht. Dann Strategie Nummer 3. Mich mit verhurten Nitrofäusten angreifen, wenn ich im Auto sitze. Also noch blöder geht's, glaube ich, gar nicht, oder? So, jetzt killst du meine Artemis und jetzt ist natürlich der Ofen aus. Jetzt ist der Ofen aus, weißt du? Artemis, die hat da überhaupt nichts mit zu tun. So, und da ist der Kuhfänger, ist ja ganz gut. So, die sitzt im Auto. Nö. So, und Mr. Tryhard hat für mich alle drei Münzen geerntet. Ist das nicht nett von Mr. Tryhard? Ne? Nur nochmal, ne? Dieser Vollidiot, der ein Video gemacht hat, von wegen garantierten Win, wenn ihr die Bossmünzen habt. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber ich werde es nicht müde, nochmal zu erwähnen. Einen größeren Bullshit habe ich noch nie gehört. Ne? Learn to play ist die Devise. Learn to play. Ich weiß, dass es am Anfang hart ist. Ich weiß, dass das mit dem Aim nicht sofort hundertprozentig hinhaut. Nur wenn ihr das nicht übt, werdet ihr niemals in eurem Leben gut werden. Nie. Hä? Nie in eurem Leben werdet ihr gut werden. Ich bin nicht gut. Ich bin ein durchschnittlicher Spieler im Vergleich zu den Leuten von damals. Hä? Ist mir Latte, was dieser Fortnite-Tracker erzählt. Weißt du, nur wenn ich mir angucke, was für ein Gesocks da heutzutage rumrennt, dann lache ich mich tot. Die können mit Nitrofäuste, die können mit Sprengbolzen, die können mit Schrotflinten, ne? Und die können mit Magneto-Power. So, Artemis ist leider verstorben. Und da sich wieder das gesamte Pack auf der Karte versteckt, wollte ich hier Steve abholen, aber Steve wurde schon abgeholt. So eine Frechheit. Ja. So, und jetzt seht ihr den einzig guten Spieler in der Lobby. Den einzig guten, der kommt da gerade. So, ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich eine Millisekunde eher am Geschütz saß als er. Denn der macht genau dasselbe, was ich mache. Er feuert nicht doof aufs Auto, sondern er feuert auf meinen Beifahrersitz. Ja, und er rubbelt mich kaputt. Ihr habt könnt ihr zurückspulen. Da könnt ihr mal sehen, wie solche Hits kacheln. Ja? Deswegen, ich habe Schwein gehabt, dass ich eine Sekunde eher am Geschütz war und er ihn im Aim hatte. Nur eine Sekunde. Wäre ich eine Sekunde später, wäre ich tot gewesen. Deswegen, das war der einzig gute Spieler. Props gehen raus an dich. Ich weiß nicht, wer du warst, aber du bist der Einzige, den ich in der Lobby respektiere. Der Rest ist einfach nur Noob. Wirklich Noob. Noob-Gesocks bis zum geht nicht mehr. Die sich irgendwie in ein hohes Bracket reingekämmt haben. Ja? Seht ihr gleich, warum? Ja, ich bin meistens so auf offener Flur unterwegs. Ja? Ich kenne das noch von damals. In jedem 90-Grad-Winkel hockt ein Camper. Von daher meide ich 90-Grad-Winkel, wenn ich es kann. Vor allem spiele ich auch nicht mit diesem räudigen Visualisieren von Soundeffekten. Bin ich sowieso schon mal wieder ein bisschen im Nachteil. Naja, aber das ist das einfach. Wenn man sich wirklich alle Stützräder dran baut, die das Spiel zu bieten hat, ja, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr nie in eurem Leben irgendwas geschissen bekommt. Wirklich. Ja? Und dann sind da Leute, die beim Eddie Uncut ihn als Rentner bezeichnen. Der Junge, der spielt so, wie ich damals gelernt habe. Und da pissen die ihn an, weißt du, weil er nicht das Movement hat. Nur weil er nicht blöde wie ein geisteskrankes Bunny über die Karte hüpft. Der sagt genau dasselbe, was ich sage. In gewissen Situationen, ja, wenn ein Sniper auf dich anlegt, dann macht Springen durchaus Sinn. Aber aus nächster Nähe, da könnt ihr weder mich noch Eddie vom Ofen hervorlocken. So, da habe ich einen gesehen. Ne? Das ist ein Camper beim Transit. Der muss sich bewegen, weil die Zone kommt. Ja, guck mal, wie der Graupelkopf da steht. Er ist geduckt, denkt noch im letzten Moment da. Was hat er dabei? Nur Präzision. Dickes Elefantenbüchsengewehr und DMR hat er am Start. Ne? Den habe ich jetzt nur erwischt, weil er sich bewegen musste, weil die Zone moved.
Da muss der blöde Camper sich von seinem Plätzchen erheben. So, und da habe ich ihn bei weggeholt. Und dann erwischt die ihn. Er weiß ja nicht, was er machen soll. Na? Spinner, wirklich, Spinner. So, und ihr seht, absolute Stille. Ich meine, okay, leben auch nur noch 7 Mann. Ist aber auch, ist komisch. So, jetzt guckt euch den nächsten Volldepp an. Hab ihn schon gesehen. Guck mal, er versteckt sich hinter der Säule. Jetzt moved er. So, und das ist das Problem. Da kommt der gleich der nächste Camper. Raus. Und nicht, dass er auf ihn feuert. Nee, mit Magnetokraft. Da denke ich mir, yo, Fräulein, die gehören mir. So. Nur der Typ, den ich gerade beschossen habe, der ist schon wieder verschwunden. Da ist schon wieder der Schildkrötenpanzer zurückgezogen. Gehe ich die Karre reparieren. So. Dann düse ich da nochmal durch. Guck, eventuell. So, und dann höre ich wie Magnetokraft. Da springt er rum. So, jetzt kriege ich Sprengbolzen. Ist klar. Magnetokraft, Sprengbolzen. Ich meine, kann ich verstehen, ich fahre im Auto. Ne? Und der ist noch nicht mal schlecht. Ne? Da hüpft er weg. Da erwischt er mich in der Luft. Das ist gar nicht mal so unleicht. So, da erwische ich ihn. Ne? So, und dann denke ich mir, okay, wir haben ein schönes One-on-One jetzt. Dann nehme ich doch nochmal den Bogen. Ne? Weil du schießt ja auch mit Sprengbolzen auf mich. Weg. Diese kleinen Tryharder gehen kein absolut null Risiko ein. Ne? Null Risiko. Der kriegt einen einzigen Hit und dann ist der weg. So. Da schnapp ich mir nochmal hier den Cybertruck. Hab den blöden Pitbull auf dem Ohr. Obwohl das Lied cool ist. Aber ich denke mir, komm, wechsel nochmal. Jetzt ist Pitbull weg. Kann ich auch nicht verstehen. Ey, wie gibt das Leute, die da mit Musik rumfahren? Ich brauche meine Ohren, um Gegner zu orten. Ach so, ja, die haben visualisierte, weißt du, Synästhesie. Die können Farben schmecken und Geräusche sehen. Naja. So, dann wandere ich. Ne? So, und erst haben sie da in Pleasant Piazza rumgekämpft. So, und da ist das nächste Haus, wo sie sich reinkämpfen. Und das schwöre ich euch. Da hockt in jeder Ecke, in jedem 90-Grad-Winkel, hockt ein Camper. Dann seht ihr, jetzt 5. 4. So, und da kriege ich den Assist, das heißt, das ist der Typ, mit dem ich gerade im Pleasant Piazza. Der hat nur den Standort gewechselt, der ist jetzt da campen gegangen. Ja, so, und dann gucke ich, sehe ich da einen, ja, komm her, zack, erwischt. Die Dutchman braucht einen Captain, Auftrag abgeschlossen. Ja, ich denke mir, pff, nicht in 1000 Jahren gehe ich da in das verseuchte Camper-Schloss rein. Ich rotiere jetzt hier rüber, ab in die Zone und guck auf die Dinge, die da passieren. Ich weiß ja, wo sie sind. Ich weiß ja, alle hocken sie da in dem Haus. So, und da kommt auch schon der Erste, kommt da angeflogen. Immer hier im scheiß Nitro-Modus. Da denke ich mir jetzt, ich hab Fresse dick, reicht jetzt. Tschüss. Bescheuerte Camper-Noobs, wirklich. Ne? Und das ist das, womit ich mich da rumschlagen muss. Ne? Das ist das, womit ich mich da momentan rumschlage. Und das macht keinen Spaß. Ne? Hier zu gewinnen hat
hat weniger was mit Skill zu tun, sondern mehr mit Glück. Ne? Ich verliere, weil ich Pech gehabt habe, ne? Weil ich gegen zwei Leute antrete und mir beide versuchen, mit Nitro-Fäusten auf die Fresse zu hauen. Einen mache ich vielleicht noch weg, aber der andere, der boxt mich um. Ne? Nur es hat nichts mit Skill zu tun. Weißt du? Oder aber ich habe hier so eine verhurte Camper-Lobby, ne, die irgendwo in den Bäume hockt und dich von versucht, aus dem Hinterhalt umzulegen. Ne? Ist einfach, ist komisch. Ist komisch. Ich wünsche euch was. Bye, bye.